keep on going. I got love and nothing less. Don't stop, just keep on going. I got love and nothing less. I need you now like a lifesaver. I need to know what's life made of. You got the answers, I got the questions. You be the teacher, I'm ready for a lesson. I need you now. Ja, herzlich willkommen wieder bei Grubi TV, unserem Heimkino-Kanal. Bin ein bisschen angeschlagen, kein Corona, keine Sorge, aber ein bisschen Halsschmerzen und ein bisschen wenig Stimme. Aber ich habe nicht gesoffen am Wochenende und ich habe auch nicht sonst zu viele Telefonate geführt, obwohl ich das in diesen Tagen eigentlich machen müsste. Wie auch immer, ich bin in Luxemburg. Und warum bin ich in Luxemburg? Weil da der Holger ist und da war auch der Florian. Florian ist schon wieder Richtung nächste Baustelle und der gute Holger, der hat hier in den letzten zwei Tagen gemeinsam mit dem Florian ein vorhandenes Heimkino optimiert. Und da habe ich mir überlegt, es gab einen Grund, warum ich hier hingekommen bin. Und werden wir vielleicht sogar gleich mal kurz erläutern. Ist jetzt kein Riesendrama, ist eigentlich Service von uns, dass wir sowas eben tun. Aber war jetzt auch nicht wirklich geplant. Also wie auch immer, ich habe mich ins Auto gesetzt, bin die 300 Kilometer hier hingebrettert, habe was übergeben. Und somit ist heute Abend der Kinogenuss gesichert. So, und der Holger, der steht neben mir, der tritt sich da schon rechts und links auf die Füße, knabbelt schon an den Fingernägeln. Nein, tut er nicht. Er ist ja mittlerweile auch ein extrem erfahrener Hase. Und er freut sich jedes Mal, wenn die Kamera dabei ist, damit er wieder loslegen kann und uns erzählen kann, was er in den letzten 48 Stunden alles hier gemacht hat. Wir sind hier, jetzt muss ich mal gucken, dass ich richtig den Knopf treffe. Tak, tak, tak. Jawohl, das ist ja super. Guck mal, wie das funktioniert. Technik vom Allerfeinsten, mein lieber Holger. Wir sind hier in der Garage, ne? So sieht's aus, wir sind in der Garage. Wir sagen nicht wo, weil da ist eigentlich hinter diesem Garagentor ist die Straße und hier in der Garage, da steht jetzt kein Auto, weil musste raus. Wir kennen das ja, in den Garagen stehen selten Autos, da stehen meistens Fahrräder und eine Menge Tünnöf oder was wir alles so da drin haben. Aber hier ist das anders. Hier steht, man sieht es schon hinten links im Bild, eine Menge Hightech und du bist nicht ganz unschuldig. Genau, der gute Pascal, unser Kunde, hat sich mit uns in Verbindung gesetzt gehabt, wollte für sein bestehendes Heimkino ein großes Upgrade haben, was er sich zum gestrigen Geburtstag selber geschenkt hat und hat quasi gesagt, einmal das Beste, was ihr bieten könnt. Und deswegen sind jetzt hier Mac-Audio-Lautsprecher verbaut, eine 16er Altitude von Trinov, zwei IOTAs und im Kino auch noch ein 7000er Sony Laserbeamer. Lass mich raten, ich glaube, letzteres ist der Grund, warum ich nochmal gekommen bin, ne? Nein. Doch. Okay, erklären wir gleich mal kurz. Aber wir haben auf jeden Fall die Nummer hier gerettet. Ja. Das heißt, du hast also jetzt hier, was hast du eigentlich vorgefunden? Da hinten ist ein Yamaha-Karton. Stimmt das? Genau, also wir hatten hier einen Yamaha 3060. Dann hatten wir hier relativ kleine Canton-Lautsprecher. Ein Bild wird der Patrick einpflegen, habe ich natürlich vorher gemacht. Gibt es auch schon bei uns in Facebook im Heimkinobau-Kanal. Und dann haben wir hier ein fertiges Kino vorgefunden, was jemand dem Pascal vor vielen Jahren mal selbst gebaut hatte. Das heißt, der Pascal war auf der einen Seite schon sehr früh, hat erzählt vorhin, dass er seit 19 Jahren wohnte hier und seit 19 Jahren hat er ein Heimkino. Das heißt, genau. Er gehörte zu der Sorte Mensch, der schon sehr früh mit dem Thema Beamer, Projektoren sich beschäftigt hat. Und er hatte in seinem Haus davor, also vor 19 Jahren, auch schon ein Heimkino. Also das Hobby macht er schon wirklich Jahrzehnte. Und wie man gleich unschwer sehen kann, ist er ein Fan einer ganz besonderen Filmreihe. Das werdet ihr dann gleich sehen. So, und adäquat zu dieser Filmreihe wollte er jetzt halt einfach mal richtig Bums haben. Um es mal flapsig auszudrücken. Ja, hast du sehr schön gesagt. Also, wir finden hier oben einen kleinen Technisat, mit dem guckt man ab und zu mal Fernsehen. Ihr habt noch einen der wenigen Opus bekommen, einen Rekorn A408. Ich nehme das gute Stück mal hier. Jawohl, die gibt es jetzt demnächst offiziell bei uns. In Deutschland ist sie zu bekommen. Ich weiß, die meisten, die unseren Kanal kennen, haben die schon zu Hause. Aber hier, sie ist demnächst wirklich bei uns zu bekommen. Ich blende mal einen Link ein, beziehungsweise bei uns auf der Homepage, die Trinov. Davon haben wir jetzt schon mehrfach gesprochen. Ein nicht ganz unbekannter Vorverstärker, der eine Menge Spaß mit sich bringt in einer einzigartigen Art und Weise. Richtig, vor allen Dingen, weil er auch die eine oder andere
Ungenauigkeit in der Aufstellung im Raum, die wir jetzt auch nicht mehr beheben konnten, zum Beispiel bei den Deckenkanälen im Atmos-Layout, doch sehr gut quasi optimiert. Und neben dem Raumoptimierer nutzen wir halt auch die Remapping-Funktion, um diverse Lautsprecher virtuell an ihre richtigen Stellen zu rücken. So, und dann hast du eben noch zwei Endstufen mitgebracht. Das hatte zur Folge, dass das vorhandene Glasregal mal eben ausgetauscht werden musste gegen dieses wunderschöne Exemplar aus dem Hause. Was ist das? Obi oder wo ist das hin? Das ist Hornbach. Ach, Hornbach. Entschuldige bitte. Hornbach-Luxemburg. Ja, Hornbach-Luxemburg. Das wussten wir im Vorfeld nicht. Hier war ein Glasregal und das hätte die beiden 35 Kilo Boliden nur schwerlich gehalten. Und deswegen sind wir gestern Abend noch schnell in Hornbach, haben dieses Schwerlastregal gekauft. Aber das ist jetzt nur eine Übergangslösung, weil der gute Pascal schon gesagt hat, der nächste Step ist jetzt ein richtiger Serverschrank, so wie ich das auch gehört, dass die äußerst hochwertigen Komponenten auch staub- und dreckgeschützt sind und auch in einem adäquaten Umfeld dann betrieben werden können. Und wir haben noch Platz für die eine oder andere Scheibe, die hier auch noch geguckt wird und gestreamt wird hier über die PlayStation Band. Das wird sich vielleicht ändern. Apple TV ist schon angedacht worden. Also hier wird noch ein bisschen was getan. Lass uns mal dann mal Richtung Kino gehen. Also Riesengarage hier. Da hinten stehen die ganzen Utensilien, die da heißen Kartonagen. Der war vorher ein Sony 270. Er hat mir gesagt, nachdem der 7000er von euch eingeschlossen worden ist heute Morgen, beziehungsweise gestern Abend, ups, das ist aber ein Unterschied. Genau, das Bild war natürlich viel heller. Der Schwarzwert war zugleich besser. Also der ganze Beamer hat eigentlich ein fantastisches Bild gemacht, wenn ein kleines Aber nicht gewesen wäre. Denn der Lens-Shift links-rechts hat leider gar nicht funktioniert. Man hat den Motor surren gehört, aber das Bild hat sich keinen Millimeter bewegt und wir waren mit dem Objektiv genau in der Mitte, sodass man auch Fehlfunktionen im Prinzip ausschließen kann. So, und deswegen musste der gute Patrick halt nochmal herkommen, weil zum Grobi-Kundenservice auch gehört, dass man in solchen Notfällen mal schnell ein neues Produkt vorbeibringt. Ja, ja, ja. Also das ist ja gerade ein spannendes Thema mit Sony und so. Also das ist jetzt nun wirklich total untypisch und wir haben das gute Stück auch natürlich vorher getestet, sonst wird das nicht kalibriert. Es hat alles funktioniert. Entweder ist irgendwas auf dem Transportweg vom guten Raphael zum Holger passiert, weil Holger ist dann mit dem Auto gefahren oder Holger wiederum hat irgendeine Bodenwelle, von denen es in Luxemburg eine ganze Menge gibt, habe ich mir zeigen lassen und ich habe sie auch schon ab und zu mal gespürt. Hat er irgendwie zu heftig genommen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er ist leider defekt und das war natürlich gestern ein bisschen Panik und Aufregung, aber wir haben gerade zufällig noch einen bekommen, ist halt ins Auto hier hingebrettert. Also wir versuchen schon irgendwie das Menschenmögliche und in dem Fall hat es sogar gut geklappt. Das freut mich natürlich sehr. So, und jetzt machen wir wieder zurück. 1, 2, 3. Da kommt er wieder. Mein Lieber, ist das nicht eine geile Technik? Ich sensationell. Das ist doch wie Weihnachten, Ostern zusammen. Das klappt hier alles hier. Also, ja. Da sind die Kartonagen. Komm, zeig doch mal hier. Stell dich doch mal daneben. Neben welchen? Neben dem Kollegen hier mit dem Ding im Auge? Ja, mit dem Ding im Auge. Mit der Echthaarperücke. Ja. Nein, also wie man sieht, ist der Pascal großer Fan der Serie oder der Filmreihe Terminator und hat hier die eine oder andere Utensilie hier angefangen bei diesem Skeleton-Arm oder wie heißt der ganz genau? Endoskeleton-Arm so. Der ist zwar limitiert, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ne? Ich kenne mich da leider nicht aus. Wobei, da muss schon 10.000 sein. Ich habe das Ding schon so häufig gesehen. Ich weiß nee, nicht, also eine Marken Nummer finde ich jetzt nicht. Okay, egal. Also man sieht hier jetzt hier halt den ein oder andere Utensil von Terminator und gleich im Kino sieht man da auch noch was von. Da stand vorher alles voll, weil das Kino leergeräumt werden musste, weil wir ja auch die Stoffwände abbauen mussten. Und von daher, ja, so sieht es hier aus. Das, was ihr die ganze Zeit vielleicht an den Füßen spürt, je nachdem, wie gut der Bass und auch wie gut euer iBeam ist, das ist jetzt nicht unser Bass hier, sondern das ist der Nachbar, der hat gerade so eine Rüttelmaschine und hat eine Riesenfreude daran. Und die hat also leider Gottes jetzt schon etwas länger und er macht sich auch nicht aus. Also müssen wir jetzt irgendwie durch. Er ließ sich nicht bestechen. Nein, ließ er nicht. Dann gehen wir weiter. Also, ja. Typischer Garagenraum, mit relativ groß, mit direktem Anschluss in die Wohnung. Aha, Skynet Cinema. Daher dürfte der ein oder andere das Kino auch kennen, weil der gute Pascal auch kein Hehl draus macht, dass er Besitzer dieses Kinos ist, weil er hat es nämlich ganz schön ausführlich auf Facebook präsentiert in der Vergangenheit. Genau, allerdings nicht zu verwechseln mit dem Kinofreund aus der Schweiz, mit dem Red Skynet Cinema. Das hier nennt sich auch Skynet Cinema, aber wer sucht, wird auf Facebook sicherlich das eine oder andere Bild von dem Kino finden. Genau, so ist es. So, hier liegen schon mal die ersten Scheiben. Die haben wir dann hier oben untergebracht bekommen. Wunderbar. Da ist also einiges, was den Papa erfreut. Und wenn ich jetzt mal weiter gucke, da oben haben wir schon ein Schild. Home Cinema Dolby Atmos DTS:X und Home Cinema DTS
Na wunderbar. Das heißt, er erwartet mich gleich etwas, beziehungsweise euch hat dann gestern Mittag einiges an Lautsprechern erwartet. Was hast du denn bekommen, damit du hier überhaupt ein bisschen planen konntest? Im Prinzip gar nichts. Also das heißt, wir haben wirklich nur über die Technik gesprochen und dann kam der Auftrag, das Kino umzubauen. Dann haben wir 2-3 Bilder vom Bau bekommen und das war's. Das heißt also, wir waren hier wirklich jungfräulich und wussten nicht, was uns erwartet. Sonst hätten wir natürlich das Thema mit dem Regal vorher auch schon angesprochen und hätten den Serverschrank gleich mitgebracht. Dass du in deinem Alter noch von jungfräulich und dass wir wussten nicht, was uns erwartet, sprechen würdest, hättest du auch nicht gedacht. Ne? Es gibt noch so viele Dinge in meinem Leben, die ich alle noch irgendwie erleben will. Also da ist das jetzt das kleinste Problem. Na, das ist ja schön. Dann haben wir das auch geklärt. So, also wenn du reinkommst, kriegst du natürlich auch erstmal einen Schreck, weil da hinten ist ein Kollege, den hätte ich auch ohne Mütze erkannt. Ja. Das ist natürlich schon ein ziemlich cooles Teil, was er hier hat. Das ist fast voll funktionsfähig, gell? Also im Dunkeln würde ich jetzt auch ungern hier im Kino sitzen und dann irgend so einen Horrorfilm oder so angucken. Aber das ist jetzt schon wirklich massiv, groß, edel. Also ich glaube, das würde sich in jedem Heimkino von euch und auch von uns und auch von mir sicherlich sehr gut machen. Da kann man den guten Pascal nur drum beneiden. Ja, definitiv. Okay, sag mal was zum Raumgröße. Der Raum hat eine Länge von 5 Metern nackt gehabt und 4 Meter in der Breite bei 2,20 Meter Raumhöhe. 2,20, das genau. Ist natürlich schon eine Herausforderung gewesen mit den Lautsprechern oben, gell? Genau, aber die waren ja schon drin. Das heißt, wir haben dann festgestellt, unterhalb dieser abgehängten Decke, oberhalb, Entschuldigung, ist eine Rigipsplatte, darüber ist Dämmung und darüber kommt dann erst die Betondecke. Deswegen hatten wir auch keine Chance, einen neuen Halter für den Beamer anzubringen und mussten mit dem alten arbeiten. Und hinter diesen Seitenverkleidungen sind jeweils auch nur 10 cm Luft, wo ein bisschen Dämmung dahinter ist. Allerdings jetzt nicht, Entschuldigung, Pascal, nicht berechnet, sondern einfach relativ dünnes Eichsform. So, und das war das, was wir vorgefunden haben. Was wir zum Beispiel umbauen mussten, wenn wir uns einmal drehen nach vorne, dann drehen wir uns einmal um 270 Grad. Patrick darf mir folgen. So, hinter der Leinwand waren relativ schmale Kanton-Lautsprecher, sodass die gesamte Leinwand nur 10 cm aufgebaut war. Also die Frontwand, das Ständerwerk. Und wir mussten jetzt das ganze Ständerwerk noch um 18 cm erweitern, um die 25 cm tiefen Mac Audio M12 Lautsprecher hinter der Leinwand unterzubringen. Da kam das nächste Problem, dann reichte der Beamerabstand nicht mehr. Also haben wir diese Halterung, die hinter dem Rigips noch versteckt ist, haben wir dann noch umbauen müssen mit einem mit einer kleinen kreativen Ader von Florian. Gut, dass man einen Möbeltischler in seiner Firma hat, der dann hier auch die passenden Ideen hat. Und so ist der Beamer jetzt auch noch mal 10 cm nach hinten gerückt. Also ihr habt das schon auf Kante hier gesetzt, das Ganze, gell? Genau, also wir haben jetzt im Zoom quasi noch 2-3 cm Luft, sonst sind wir voll am Anschlag. Und dann musst du dir natürlich gucken, ich gehe mal Richtung Tür. Ja. Das heißt, das ist natürlich jetzt die Leinwand ein bisschen in Richtung Tür gekommen, gell? Genau, also wir haben jetzt hier 18 cm, wo die Leinwand einfach weiter in den Raum steht, damit wir die M12-Lautsprecher hinter die Leinwand bekommen konnten. Gut, aber er hat jetzt auch eine 3 Meter Leinwand, das macht natürlich schon Spaß. Da kann ich mich auch zur Not mal durch die Tür zwängen, wobei das muss keiner. Selbst ich noch bequem durch, alles wunderbar. Das ist ja mal was, ne? Also du bist der Maßstab, genau, wunderbar, da kommen wir wunderbar hindurch. Und dann haben wir eine Leinwand vorgefunden, die ist mit einem akustisch transparenten Gewebetuch. Richtig, die ist mit einem akustisch transparenten Tuch. Und ist auch noch falsch rum aufgehangen. Das war vorher auch schon so und wir mussten das wegen der Halter auch so fortsetzen. Also wenn ihr oben schaut, das Schild ist falsch rum, so hing die Leinwand halt. Und wir mussten sie jetzt mit den Haltern so auch wieder aufbauen. Ist aber fürs Tuch jetzt hier kein Problem, für den Rahmen eigentlich auch nicht. Außer das Logo ist oben mal andersrum, aber dafür hat auch keiner diese Leinwand mit diesem Logo. Das stimmt. Das ist doch wieder was Schönes, ja, gell? Exklusiv. Exklusiv. So, dann habe ich mich natürlich ein wenig im ersten Moment gewundert, aber du hast es mir erklärt und ganz ehrlich, das ist gar nicht so schlimm, wie es aussieht, ne? Was das Thema Subwoofer angeht. Ne? Genau. Weil also natürlich jeder sagt jetzt, Moment mal, wo sind denn jetzt hier dein DBA, SBA oder deine Riesendinger? Da unten rechts da, das ist ein Subwoofer. Genau, also da hatten wir auch vorher auch mit dem Pascal drüber gesprochen. Hier sind noch 2 Kanton-Subwoofer verbaut, einer vorne, einer hinten, um 180 Grad Phasen gedreht. Und die Subwoofer sind schon relativ am Limit, wenn man hier richtig laut macht mit den Mac Audios. Und natürlich nicht mit dem SBA oder mit einem DBA vergleichbar. Aber die Trinov hat halt die Raummoden bestmöglich korrigiert. Wir haben auch quasi jetzt keine Löcher mehr am Sitzplatz, sodass wir trotzdem homogenen Bass haben. Aber wenn man jetzt hier wirklich mal Referenzpegel und mehr hören würde, würde man merken, dass die Subwoofer irgendwann an ihre Grenzen kommen.
Haben wir mit dem Pascal auch besprochen, auch als die Leinwand runter war. Leider haben wir vom Platz her keine Möglichkeiten, Single Bass oder Double Bass Array einzubauen. Das heißt im Prinzip irgendwann vielleicht kommt nochmal ein Upgrade mit zwei oder vier anderen Subwoofern. Aber so wie es jetzt ist und mit der Abhörlautstärke, die der Pascal hört, funktioniert das trotzdem sehr gut. Das wollte ich gerade sagen. Jetzt ist er nicht so wie ich. Oder ja, du bist ja, du bist ja auch manchmal so ein bisschen. Naja. Also so wie ich jetzt hier, ist er ja nicht unbedingt jetzt einer von den lauten Jungs hier. Also der hört gerne normal laut, sage ich mal. Und das ist hier deutlich räumlicher geworden. Das war eine der, glaube ich, der Begrifflichkeiten, die ja vorhin gefallen sind. Ne? Viel räumlicher und auch viel dynamischer. Das haben wir bei Musik auch festgestellt. Ja. Das heißt, zwischen den leisen und lauten Tönen dieser spontane Antritt der Mac Audios, die Dynamik, die die entfalten, das funktioniert natürlich auch mit zwei Subwoofern anstatt einem DBA-SBA. Und von daher haben die Lautsprecher hier trotzdem eine deutliche Steigerung gebracht. Und dann noch in Verbindung mit der Trinov muss man einfach sagen, das waren Quantensprünge. Ich mag diese Wörter nie. Es sind Welten und Galaxien und Sonnen sind aufgegangen und Vorhänge sind weggezogen. Das mag ich eigentlich nicht. Aber wenn ihr die Bilder seht mit den Canton-Lautsprechern, mit dem Yamaha und jetzt die Trinov mit den Mac Audios und der IOTA, das sind schon doch schon mehrere Stufen Steigerung. Genau, das haben wir heute auch schon gehört und gesehen und du besonders gestern. Sag mal, jetzt geht's weiter. Der hat ja noch zwei weitere Lautsprecher oder noch vier weitere unten installiert. Genau, wir haben, die Cantons waren vorher hier hinter diesen Bildern, also auf Ohrhöhe. Und die S6 haben aufgrund ihres nach unten geneigten Hochtöners, werden ein bisschen höher platziert. Hier, wo meine Hand ist, merkt man auch den Tiefmitteltöner. Wir hätten die Wand auch noch so 2-3 cm aufdoppeln müssen. Deswegen kann man den jetzt spüren. Also man spürt ihn hier wirklich. Und er ist jetzt auf 1,30 Meter wieder, sodass er quasi beide Sitze mit dem Hochton gleichmäßig versorgt. Das heißt, das Horn ist auf Höhe der Ohren, ein bisschen drüber. Nee, ein bisschen höher, bei 1,40 Meter ne? sogar. Also so 30 bis 40 Zentimeter höher, ist leicht nach unten geneigt, sodass der hier sitzt, nicht direkt angestrahlt wird und der drüben hört fast nichts mehr, sondern der Lautsprecher entwickelt sein Schallfeld einfach über beide Sitzplätze. Da hat man sich was bei gedacht. Deshalb, wenn ihr das auf den Fotos seht, dass da der Lautsprecher sein Horn unten hat, da ist er nicht falsch rum abgebildet, sondern das ist definitiv Absicht. Das ist Absicht, so genau. So, du hast die Nummer 6 und 7 versteckt. Genau, die sind jetzt hier hinter, auch ebenfalls auf der gleichen Höhe, 1,30 Meter unterkante Lautsprecher, so mit Horn 1,35 Meter und dann drüben jeweils so, dass wir die 150 Grad ungefähr einhalten für die Surround Backs und so, dass wir das Ständerwerk nicht umbauen mussten. Das passte zum Glück sehr gut und das geht. Super. Okay, da oben hängt jetzt der 7000er, den ich mitgebracht habe. Super Gerät, funktioniert einwandfrei, alles gecheckt, getestet, echt profikalibriert für die Varianten, die da heißen HDR, SDR. Mittlerweile muss man auch nicht mehr die Modis suchen, für welchen Zuspielung, sondern er kann sich das merken hinter dem Referenzmodus. Dann nutzt der gute Raphael nämlich zum Einstellen. Und dann hast du da so eine gute Konstruktion mit einer Halterung, drei Löcher drin, die dann da sich mit den drei Gewinden des Projektors verbinden. Richtig, genau. Und dadurch konnten wir den Schwerb oder generell den Beamer weiter hinten platzieren durch diese Adapterplatte, sodass der Beamer jetzt tatsächlich auch die Leinwand ausleuchten kann. Gott sei Dank ist direkt hinten jetzt ein Gitter, ein Abluftgitter zum Fenster, sodass jetzt auch mit Abwärme oder Abluft es keine Probleme gibt. Und wir waren alle überrascht, obwohl der Beamer jetzt maximal einen Meter zwanzig von den Sitzplätzen wegsteht, hört man ihn überhaupt nicht. Also da muss man Sony auch mal Kompliment aussprechen. Der Beamer ist wirklich leise, selbst bei 100% Lasernutzung. Ja, ja, die können schon, wenn die wollen. Das wollen sie auch. Genau. Also super leise, sauhell, natürlich kein Vergleich zu seinem vorhandenen 270er. Ja. HDR, endlich mal ein ganz anderes Erlebnis. Also ich bin sicher, die nächsten Abende werden alle Teile vom Terminator nochmal geguckt. Und ich glaube, selbst er wird noch ein paar Neuigkeiten sehen oder ein paar neue Details. Zumindest hören, das hat er vorhin schon gesagt. Bei Tests mit Stereomusik hat er auf einmal gesagt, oh, viel mehr Details. Und das war vorher gar nicht zu hören. Na, das ist doch schön, sag ich das doch mal, ist doch super. Schau mal hier, der Kollege hier, der ist, so sah der vorher aus, bevor er den Hut da hinten auf hatte. Das ist schon geil, so ein Ding hier, ne? I'll be back. Och, das hast du aber schön gesagt. Ja, das ist das Einzige, was ich kann von Terminator. Naja, gut, ich habe momentan die John Wayne-Stimme. So, pass mal auf, da oben ist noch eine Uhr, daneben haben wir da nochmal zwei mit der Lämpchen. Das ist ja
Alles dabei. Ach, der Subwoofer war dahin, hast du ja erwähnt. Das ist genau schräg gegenüber. Der ist diagonal, genau. Warum meinst du, ist das mit dem Diagonal besser, als die nebeneinander zu stellen? Hängt das mit der Raumgröße und der Quadratur hier zusammen? Oder also im Prinzip ist das jetzt eine pseudo-kleine DBA-Lösung. Der hintere ist nämlich phasengedreht. Ja. Und dadurch wirkt er quasi wie so ein aktiver Absorber. Er nimmt ein bisschen Druck jetzt von den Raummoden raus. Kann man mit einem SBA, DBA natürlich nicht vergleichen, muss man auch fairerweise sagen. Aber wenn man hinten nicht dick gedämmt hat, funktioniert das in der Regel besser, als wenn beide vorne stehen würden und die Längsmode anregen würden und auch die anderen Raummoden anregen würden. So haben wir zumindest so einen kleinen Ausgleich dafür, dass wir ein bisschen was davon wegnehmen können. Ja, und unsere Macs können ja auch ein bisschen runtergehen, ne? Die können auch runtergehen und von daher, wir haben vorhin auch mal wieder Burlesque angehört mit Christina Aguilera und da ist mittendrin dann Schlagzeugstück, was einmal um einen herum fährt und das funktioniert auch trotzdem sehr gut. Und wir haben noch einen Punkt, wir sind in einer Reihe sitzen, zwei Plätze. Das heißt, auch hier sind natürlich noch Möglichkeiten, das Ganze dann darüber noch ein bisschen mehr zu optimieren. Die Anforderungen sind nicht ganz so groß, als wenn ich jetzt hier zwei Reihen hatte, vier Leute etc. Ne? Genau, und wir haben vor allen Dingen den Pascal gefragt, er sitzt immer auf dem rechten Sitzplatz, immer, ja. Auch wenn er alleine guckt. Und von daher haben wir natürlich hierauf eingemessen, sodass auf dem Platz, wo er sitzt, es wirklich perfekt ist, auch wenn der Platz nicht in der Mitte ist. Aber auch hier mit der Trinov und mit der Remap funktioniert das wunderbar. Die Stimme kommt trotzdem aus der Bildmitte, die Stereoabbildung stimmt. Also von daher kann man auch das mit der Trinov umsetzen. Also übersetzt noch mal ganz kurz für den, der zum allerersten Mal ein Video von dir sieht und von mir hier die Kameraführung und das Ganze. Das Remappen ist so eine Art akustisches, digitales Verschieben des vorhandenen Lautsprechers. Also der steht zwar links, aber er wird weiter in die Mitte oder nach rechts bewegt. Ganz genau. Das heißt, letztendlich, man hat irgendeinen Lautsprecher nicht perfekt platziert von den Winkeln her, er ist falsch positioniert oder man sitzt außerhalb der Mitte und über die Remap-Funktion, ich erkläre es jetzt ganz einfach, gibt die Trinov einfach gewisse Schallanteile auf andere Lautsprecher wieder, sodass man den Eindruck hat, dass der Lautsprecher an einer anderen Position wäre. Ihr kennt das, wenn ihr Stereomusik hört, dann habt ihr zwei Lautsprecher. Komm noch näher, ist auch gut. Muss ich mich wieder hier Nasenhaare gucken? Nee, also, aber ich muss wieder Spezialeffekte wahrscheinlich da wieder einbringen. Ja, also wir haben zwei Lautsprecher und trotzdem hören wir die Gitarre oder den Sänger mal nicht nur in der Mitte, sondern auch zwischen der Mitte und dem linken und dem rechten Lautsprecher. Und das ist im Prinzip nichts anderes als das, was die Trinov für alle Lautsprecher macht. So muss man sich das vorstellen. Ich habe es verstanden. Sehr schön, mein Lieber. So, jetzt haben wir 5:30, jetzt wollen wir wieder Richtung Heimat. Du in deine? 5:45. Du kannst ja schon die Stunden zählen, ne? Wie häufig du da noch hinfahren musst, ne? Oder die Tage zählen, nicht wahr? Genau, also heute in 2 Wochen, wir haben jetzt Mitte Oktober, heute in 2 Wochen geht es 700 Kilometer far away Richtung Nordsee. Privat mit der Firma werden wir komplett umziehen und dann wird es irgendwann in den nächsten 2, 3, 4, 5 Monaten oder Jahren, man weiß das ja nie so genau, auch ein neues Vorführkino für Heimkinobau geben. Gut, das heißt, ich muss das verdammte Video jetzt noch vorher fertig kriegen, damit wir dann das noch schnell zeigen können. Und die Videos mit unserer Süddeutschland-Tour kommen dann irgendwie dazwischen und danach. Und es wird nicht ganz chronologisch, aber ich kriege das irgendwie hin. Mein Lieber, dann würde ich sagen, vielen Dank für diesen Einblick, den wir jetzt hier bekommen haben. Das Ganze sieht wirklich cool aus. Also jetzt habe ich auch verstanden, warum es Skynet-Kino heißt. Und es freut mich wirklich, dass hier ein gewaltiger Mehrwert gekommen ist, den man sich ja nach 19 Jahren Heimkino-Leidenschaft gegönnt hat. Denn das sind keine Kleinigkeiten, das ist hier schon mal ein richtiger Sprung in die nächste technische Dekade. Also kurz vor Maximum, würde ich mal behaupten. Oder wie du immer so schön sagst, ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Sage ich das immer so? Ab und zu habe ich das schon mal von dir gehört. Ja, das sagt man schon mal bei uns in der Gegend. Da hast du im Rheinland. Nicht. Im Rheinland, genau. Ich bleibe da auch erstmal im Rheinland. Genau. Ich werde nicht abhauen. Mein Lieber, dann ist das doch ein wunderschöner Abschluss. Komm, ich drücke nochmal den Knopf, das macht so einen Spaß. Tack, 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 tack. Ui, da sind wir. So, pass auf. Da sind wir. Also alle mal zusammen, komm mal her, kuscheln mal ein bisschen. Jetzt habe ich auch Grippe und Erkältung. Nein, ich habe ja, also ich habe kein Corona, ich habe nur irgendwie Halsschmerzen und das war es dann auch. Ich würde sagen, viel Spaß, wenn euch das gefallen hat. Abonniert doch bitte unseren Kanal. Kommt auch mal vorbei. Wir sind natürlich mehr oder weniger immer in der Woche da, zeigen euch eine Menge tolle Sachen. Und ansonsten Kanal abonnieren, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.